Willkommen zurück zu Malcolm McGee's Alice. In der letzten Folge haben wir dort oben die Raupe wieder getroffen und sie hat mal ordentlich Tacheles mit Alice geredet und ihr genau erklärt, warum wir eigentlich den Jabberwocky besiegen müssen und das Wunderland retten müssen. Denn nur wenn wir das Wunderland retten, können wir auch Alice retten, beziehungsweise kann sich Alice selbst retten. Und da wir das jetzt wissen, werden wir uns extra anstrengen, hier möglichst nicht in die Lava zu fallen und ein Lavabad zu nehmen. Ich werde es trotzdem bestimmt nicht vermeiden können. Ich bin da ja ein Profi drin im Lavabad nehmen. So, jetzt gib mir mal endlich deine Meta-Essenz. Ach, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich glaube nämlich, dass wir dort lang müssen. Dort oben zu dem Haus will ich. Oh Gott. Ein Lavamann. Müssen wir jetzt mal schnell ausschalten, bevor er uns hier zu nahe kommt. Sehr gut. Und da ist er tot. Ich werde jetzt mal schnell speichern. Und jetzt geht es hier weiter über diese Sprungpassage. Wow, das war knapp. Da unten schwimmt ein Schnark rum. Genau da. Der zündet uns natürlich erstmal an. Wäre ja auch zu schön, wenn nicht. Jetzt kommen wir mal wieder normal, Alice. Und dort oben ist wieder ein Jabberspawn. Das Haus hier kommt uns sehr bekannt vor. Jedenfalls mir kommt es sehr bekannt vor. Dem einen oder anderen bestimmt auch. Ja. Blitzt ihr mal. Und jetzt lassen wir mal unsere Jacks ein bisschen die Arbeit für uns tun. Wie man sieht, das ist echt schön, dass die immer und immer wieder Schaden machen. Ohne dass wir den Gegner dazu bringen, uns treffen zu können. Es wäre nur noch schön, wenn sie auch endlich... Oh, dem ist schon der Schädel explodiert. Ich glaube nicht, dass Schädel explodieren etwas Gutes bei denen ist. Also für sie gut. Für uns ist es natürlich gut. Und da sind auch noch kleine Wichte. Jetzt müssen wir die richtige Waffe finden. So. Töten wir die schnell und dann gucken wir uns das Haus mal genauer an. Hallo? Könnt ihr jetzt bitte mal sterben? So. Da ist der Tod. Gehen wir ein Stück zurück. Dies hier, dieses Haus. Na, das kennen wir doch. Speichern. Na, komm. Und hinein. Und damit sind wir in der Jabberwocky-Behausung. Und da ist er, der Jabberwocky. Du hast mich warten lassen, Alice. Weißt du nicht, dass Pünktlichkeit eine Tugend ist? Du erinnerst mich verdammt an meinen Zahnarzt. Du kommst wohl immer zu spät, wie? Zwischen deinen Tagträumen und deiner Eitelkeit fliegen die Stunden nur so dahin. Du findest kaum noch Zeit für anderes. Mehr als miese Beleidigungen hast du nicht drauf? Deine Familie hat auf dich gewartet, nicht wahr? Wahrscheinlich dachten sie, du würdest sie vor der Gefahr warnen. Du warst schließlich so nah an der Quelle. Aber sie warteten vergeblich und mussten sterben. Wir haben alle geschlafen. Es war ein Unfall. Du egoistisches bisschen hartes Gehör. Du hast den Rauch doch gerochen. Und trotzdem hast du gemütlich weiter mit deinen Freunden Tee getrunken. Du warst ja nicht in Gefahr, während deine Familie bei lebendigem Leibe und unter Qualen geröstet wurde. Nein! Ja, das waren mal harte Worte. Das ist ja auch das Haus von Alice. Jedenfalls, das draußen war Alice. Wohnhaus und das hier drinnen sind die verbrannten Überreste des Hauses. Und der Jabberwocky ist Alice Überlebensschuld. Sie ist diejenige, die überlebt hat und sie gibt sich selbst die Schuld dafür in Form des Jabberwockys.
Der Jabberwocky selbst, seht ihr ja, ist ziemlich ist eine ziemliche Maschine. Also jetzt nicht in Form von, er ist super stark, also das ist er auch. Aber er ist ja zu, sagen wir mal, 50% ein Roboter. Und das hat was mit dem Messer zu tun, was wir hier haben. Denn das Messer ist ja die Vorpal-Klinge. Und diese Vorpal-Klinge gehörte ja ursprünglich dem Jungen, der... Ich bin gleich tot, ich sehe es jetzt schon. Den Kampf dürfen wir gleich nochmal machen. Ich habe nämlich gerade nicht so die richtige Taktik. Da waren wir, warum auch immer, plötzlich tot. Hören wir uns das nochmal an. Du hast mich warten lassen, Alice. Weißt du nicht, dass Pünktlichkeit eine Tugend ist? Du erinnerst mich verdammt an meinen Zahnarzt. Du kommst wohl immer zu spät, wie? Zwischen deinen Tagträumen und deiner Eitelkeit fliegen die Stunden nur so dahin. Du findest kaum noch Zeit für anderes. Mehr als miese Beleidigungen hast du nicht drauf? Deine Familie hat auf dich gewartet, nicht wahr? Wahrscheinlich dachten sie, du würdest sie vor der Gefahr warnen. Du warst schließlich so nah an der Quelle. Aber sie warteten vergeblich und mussten sterben. Wir haben alle geschlafen. Es war ein Unfall. Du egoistisches, missratenes Gör. Du hast den Rauch doch gerochen. Und trotzdem hast du gemütlich weiter mit deinen Freunden Tee getrunken. Du warst ja nicht in Gefahr, während deine Familie bei lebendigem Leibe und unter Qualen geröstet wurde. Ja, ich finde, bei diesem Gegner sieht man am allerbesten, dass die Bossmonster die inneren Dämonen von Alice sind, die halt für ihre, in diesem Fall zum Beispiel, die Überlebensschuld sind oder der Selbsthass dergleichen. Und Alice sich halt die ganze Zeit den Kopf macht, ob sie nicht schuld ist und ob was sie hätte anders machen können. Und sie muss diese Monster halt besiegen, um, ja, sich selbst zu retten. Sie muss ihre Angst oder ihre Überlebensschuld besiegen, um ein normales Leben führen zu können. Und der Jabberwocky selbst ist so ein Halbroboter, weil er ja von dem unbenannten Jungen in dem Gedicht Jabberwocky getötet wurde, beziehungsweise besiegt wurde. Es wurde ja nicht gesagt, dass er getötet wurde. Und deswegen ist er jetzt halt so extrem verstümmelt, weil er hat schwer verletzt überlebt, jedenfalls in Alice' Vorstellung. Und wurde halt als, ja, Roboter wiederbelebt. Und jetzt muss ich mir mal hier schnell ein bisschen Willenskraft holen, weil mir die Willenskraft ausgeht. Wow, das war knapp. Bin ich fast runtergefallen. Und ich muss jetzt hier mal gucken, wie ich ihn hier am besten mal irgendwie ein bisschen Schaden zufügen kann. Den Augenstab und die Truppen. Alles ist bereit. Ich übernehme den Jabberwocky. Du bist die Größte. Führe uns zum Sieg. Und da ist zum Glück Hilfe gekommen, denn der Jabberwocky, den hatten wir noch lange nicht besiegt, schätze ich mal. Der Greif hat ihm das Auge ausgerissen. Und der Jabberwocky ist abgehauen und hier haben wir das Auge, das letzte Teil für den Augenstab. Und damit sind wir zurück bei der Verschwörung der Raupe in den Wäldern des Wunderlandes. Denn hier brauchten wir ja den Jabberwocky Augenstab. Hier haben wir auch das erste Teil bekommen, dort drüben auf dieser Plattform. Und wir brauchten den Augenstab, um durch das Portal zu kommen. Das haben wir gar nicht gesehen, weil wir direkt den, ja, sagen wir mal, richtigen Weg gelaufen sind. Aber nur mit diesem Augenstab kommt man durch das Tor zum Reich, wo die Rote Königin sitzt. Jetzt müssen wir hier erstmal noch ganz kurz wieder die Monster besiegen, die ja jetzt hier wieder... Oh Gott, du hast mir jetzt gerade noch gefehlt.
6. Und ein bisschen Bouncy Bouncy. So, sorry, dass ich gerade ein bisschen stiller war. Dort oben sitzt ein netter, netter Herr. Kann man mit ihm reden? Hallo? 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 Ich dachte, dass der vielleicht was zu sagen hat. Das Schlimme ist, ich habe gerade den Namen nicht auf dem Schirm. Kann ich dich vielleicht einfach bewerfen, damit du was sagst? Nee. Komisch, dass er gerade so gar nichts sagen möchte. Das ist ungewöhnlich. Vielleicht muss ich hier... Oh, ein Schalter. Und jetzt? Was hat dieser Schalter gebracht? Ich hätte erwartet, dass der Schalter jetzt irgendetwas tut. Wie hieß der denn? Na egal, fällt mir bestimmt wieder ein und dann schreibe ich es in die Beschreibung rein. Ach genau, Humpty Dumpty. Humpty Dumpty hieß er. Und eigentlich gibt uns Humpty Dumpty nämlich einen Tipp. Komisch, dass er jetzt so schweigsam ist. Und hier kommen wir jetzt nicht mehr lang. Zum Weißen Königreich. Denn wir müssen hier weiter. Aber erstmal müssen wir wieder einen Lavamann besiegen. Und hier sieht man schön diese Kombinationsangriffe, die man machen kann mit dem, mit den Jacks und anderen Waffen. Die Jacks draufwerfen und dann sofort die andere Waffe wählen. Ich will den Tipp haben, weil der bringt uns nämlich... Beziehungsweise der gibt uns nämlich einen Tipp für eine sehr, sehr coole Waffe. Ich will diesen Tipp haben. Sprich mit mir, du Wurstgesicht. Manno, das ist doof. Das ist echt doof. Naja, egal. Wir haben den Augenstab. Um mal vom Thema abzulenken. Wo ist er denn? Da ist der Augenstab. Der Jabberwocky-Augenstab. Und der ist ziemlich mächtig. Ist eine der mächtigsten Waffen im Spiel. Das sind übrigens die stärksten Kartensoldaten, die es gibt. Das ist Peak. Peak kann... Herz ist das stärkste. Peak sind die zweitstärksten. Der Augenstab kann einen Laserstrahl feuern. So. Und eigentlich macht er auch gut Schaden. Frisst aber auch gut... Meta-Essenz, nee, Willenskraft meine ich. Das ist der eine Angriffsmodus, dass man halt einen kraftvollen Laserstrahl schießt, der aber eine Weile braucht, bis er irgendwann aktiv wird. Also er muss hier halt aufladen, wie man sieht, und dann kann man hier schön Britz-Britz machen. Und der zweite Angriff, den möchte ich eigentlich, ich speichere mal lieber bevor, weil der zweite Angriff kann es selbst auch töten. Ich hätte länger drücken müssen. Jetzt muss ich ganz schnell weg. Denn da werden Raketen hoch in die Luft gefeuert, die wieder runterkommen und da sieht man in einem großflächigen Radius alles zerstören und uns auch. Deswegen sollte man damit echt aufpassen. Ich finde persönlich, so stark wie dieser zweite Angriff auch sein mag und so schön er sein mag, ihn zu haben, was bringt es, wenn ich mich eigentlich fast immer damit selbst töte? Und er schießt ja auch die Raketen hoch und die landen in dem Radius oder in dem Gebiet, wo man selbst rumstand. Das macht so eigentlich für mich keinen wirklich großen Sinn. Vor allem, weil der Radius so groß ist, dass man echt viel laufen muss. Und das sieht einladend aus. Das geht nur mit dem Augenstab des Jabberwocky. Oh, den haben wir doch. Dann schießen wir doch mal ein bisschen darauf rum. Wow! Das war mächtig.
Und damit gehen wir in das Königinnenland zum majestätischen Irrgarten. Und ich würde sagen, mit diesem Anblick, dieses richtig... Es ist mal wieder, ich sag es immer wieder gerne, aber ich finde, die Levels sind super geil designt. Und auch das Level, das sieht richtig schick aus. Ich finde es richtig cool. Und damit entlasse ich euch aus dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!